uns an. Jetzt sollte eigentlich der Weihnachtsmann kommen. 20.55 Uhr. Weihnachtsmann. Oh, er kommt. Achtung, Farbe. Ah, hier dieses da. Frohe Weihnachten wünsche ich. Jetzt habe ich natürlich wieder meine ganze Unterlage vergessen. Aber in der PZ steht ja alles drin. Ach, und oh weh, oh weh. Wenn ich an der Tabelle stand vom FKB sehe. Ja, und was kann denn das bloß leihen? Stadionsprecher Peter Ettrich, der hat so ein leises Organ, ja, dass wenn der beim FKB durchreicht, hupse die laut auf den Bebseberg in die Hehe. Aber unser Präsidium hat vorgesorgt, jeder Tribünenzuschauer bekommt, warte, für die Ohren, damit sie gegen Hörsturz kriegen. Aber wir haben ja einen Pirmasens in der Bahnhofstraße aus dem Saarland, einen Ohrenarzt gegen Gehörsturz. Und wenn die FKB-Truppe freitags spielt, stehen bei dem von der Bahnhofstraße bis ins H&M ungefähr 200 Meter mehr Patienten, wie Hauen stehen, die der Auerbach in Emona zuschauen. Ja, und dann die Schiedsrichter. Die Schiedsrichter, aber es gibt ja auch ein bekanntes Fußballlied. Unter anderem heißt es da, der Schiedsrichter, ein ehrenhaft er Mann. Er ließ die Pfeife hören, die Mannschaft antreten, aber keiner will's gewesen sein. Immer hält sich der Chick, er war's, ich bin dran schuld. Jürgen Kirsch, vor Stunden waren wir noch Freunde, ich muss dir gleich die Rot Card geben, sagen wir mal für 8 Wochen und Ende Februar bist du dann wieder frei. Jetzt hat sich natürlich jeder gefreut, wieso kriegt der Jürgen Kölsch überhaupt die rote Karte? Na, der Patrick ist zu ihm gekommen und hat gesagt, Patrick, sag mal, was soll man heute der Schiedsrichter geben? Ist Fernseher drauf, ja? Und dann hat er gesagt, die Schiedsrichter kriegt jeder ein halbes Belegtes, das sieht dann so aus, eine Scheibe Wurst, und ein Stückchen Quick drauf. Und er hat gesagt, und sie trinken? Hat er gesagt, weißt du, da gäbe schon gerade eine Flasche Sprudel, aber nimmst die aus der Kiste raus, wo schon 3 Monate abgelaufen ist. So, dann hat der Uli Hoeneß hat beim Weihnachtsmann angefragt, hat gesagt, weißt du, kannst du mal die Tassel der Magstadt vorbeischicken? Wir haben eine Champions League gespielt. Der Manchester City und ich steht nur gern die Allianz Arena Zeichen. Ne? Aber ich denke, alle Hotter fahrst mal vorbei, bei Uli Hoeneß trinkst du mal 3, 4 Hackerbier. Und hat er mir das Stadion gezeigt. Wunderbar. Vor allem kommt einer namens Fritz Müller. Magstadt, angenehm, ja, Fritz Müller. Ich bin der Zeugwart von FC Bayern München. Dann hat er mir das alles gezeigt. Das war wunderbar, also fantastisch, wie der alles gekommen hat. Ne? Habe ich aber unser Zeugwart, der Gerry Dream, der hat mehr Bier im Eisschrank wie ein Bell im Ballraum. Aber wir haben eine gute Idee. Unser Hausmeister, der draußen das Stadion macht, hat gesagt, heute kann doch was nicht stimmen mit den vielen Toren, die wir kriegen. Hat er gesagt, der Strafraum muss doch ein bisschen sauber gehalten werden. Hat er gesagt, ich habe da eine gute Idee. Wir geben jedem Abwehrspieler eine kleine Schaufel und eine Bäse
Da können Sie mir gerade den Strafraum schön sauber kehren. Im Notfall, donnerstags nachts, wenn es ein bisschen dunkel ist, hole ich dann die Bretter raus, ein paar Nägel und ein paar Hammer und mache dann das Tor zu. Allein hat mein Freund, der Hans Schaufler, der hat auch Bombe-Idee gehabt. Der hat gesagt, vor der Falle auch keine Tore. Was könnte man da machen? Und nächstes Jahr, so viel ich informiert bin, spielen wir bei Adidas. Und dann hat er gesagt, dann tun wir mal einen neuen Schuh entwickeln. Und zwar Adidas Marke Treffsicher. Die gehen ab wie warme weg. Der Christian Henn hat schon 3 Paar Schuhe bestellt. So, bei den Länderspielern. Ach so, ja, ich habe den Thomas Riedl noch vergessen, ja. Thomas Riedl, wenn es im Strafraum auch brenzlig wird, ist unserem Präsidium auch was ganz Tolles eingefallen. Und so, wenn es im Strafraum auch brenzlig wird, geben wir dem gerade einen 3-Jahres-Vertrag. Nicht mehr als Spieler, weil er so alt ist, aber hat jetzt die Prüfung abgelegt als Versicherungskaufmann. Hat er gesagt, da geben wir einen 3-Jahres-Vertrag, sagen wir für 1 Million im Jahr. Du kannst ruhig mal brennen einmal im Jahr, wenn wir alle Spiele schon gewinnen. Und dann ist der FKB auch wieder saniert. Bei dem Länderspiel Deutschland-Ägypten habe ich dann ein bisschen die ganze Kabine inspizieren, ja. Und dann bin ich aufgegangen, der zweite Stück, U23. Da ist der Patrick hergerufen, unser fliegende Putzfrau, und hat gesagt, Patrick, die Tür ist abgeschlossen. Nee, hat er gesagt, da muss er ganz fest drücken, dann geht es auf, das ist nämlich der Gegengeruch, wo da rauskommt. Alter, der Patrick ist nicht gekommen, habe ich gesagt, ja, sag mal, wie du da putzt, da stehen ja alle Schuhe drauf. Darum hat er gesagt, ich fahre da gerade drumherum und bei dem drumherumfahren, sag ich, wenn sind dann die 2 Paar grüne Schuhe da? Nee, hat er gesagt, das sind keine grüne Schuhe, da ist das Gras vom Nebenplatz drauf, die sind im Franktappe. Hat er gesagt, wenn die ganz grün sind, kriegt ihr ein paar neue oder 2 Paar neue, die sind dann wieder schwarz. Da habe ich gesagt, Mensch, naja, da hin ist aber eine Pulle Hitz. Guck ich auf die Heizung, auf 5, und das Fenster auf. Hat der Platzwart gesagt, das ist ja wunderbar. Das ist ja gleichzeitig eine Rasenheizung. Da brauche ich keine Schneemäse schieben, da fallen keine Spieler aus. Das ist ja ganz toll. So, und jetzt habe ich da eine Säge. Eine Säge, tralala. Michael, du brauchst keine Angst zu haben. Nämlich die Säge ist von Carsten Vollberg. Der Carsten Vollberg sagt bei jedem Spiel von der Traditionsmannschaft, Tassilo, wenn wir heute verlieren, wackelt euer Stuhl. Aber mein Stuhl hat noch nicht gewackelt. Aber im Carsten Vollberg sein Stammplatz hat gewackelt, ne? Weil der nämlich im Winter 6 bis 8 Kilo zugenommen hat. Habe ich gesagt, Carsten, die 6 von 8 Kilo, die kann ich ja nicht, wenn man beim Giovanni vorbeifährt. Wir müssen hingehen, dann nimmt man die 6 bis 8 Kilo zu. Alle hat dann so ein paar Mini-Marathons gemacht und hat es wieder runter geschafft. Jetzt haben wir unser erstes Spiel gehabt und es wird ja bei der Traditionsmannschaft, wird ja das profimäßig durchgeführt, ja. Taktik und System und alles und am Schluss kommt die Mannschaftsaufstellung. Und ich muss dazu sagen, jeder Spieler, wobei die Traditionsmannschaft spielen darf, muss 10 Euro bezahlen. Aber ich habe mal angefangen, im Tor Klaus Scherer, rechter Außenbahn Carsten Bernhardt, linker Außenbahn Klaus Heun, rechte Innenverteidigung, Edda Faubel. Plötzlich kommt der Carsten Vollberg und sagt zu mir, Tassilo, ich gebe dir mal gleich die 10 Euro, dass das erledigt ist. Allein, ich habe die 10 Euro genommen, habe sie hingesteckt,
habe ich gedacht, Alter, die habe ich wohl, weil wir waren sowieso bloß 11 Leute. So, und in diesem Spiel in Eppenbrunn, da muss ich das Trikot holen, hat zum ersten Mal mitgespielt Michael Dusig. FK Pirmasens ins Traditionsmonat, der steht übrigens sehr gut, ne? Da habe ich gesagt, Michael, setz dich erst einmal auf die Bank. Du siehst ja da, die Altstars da, der war schon ganz blass im Gesicht, ne? Da hat er gesagt, nein, ich spiele von Anfang an. In der Halbzeit, Michael kommt zu mir und hat zu mir gesagt, Hasilo, ich gehe raus, weil wohl da Reinkapsel wirken nicht mehr. Komischerweise, in der dritten Halbzeit haben sie wieder gewirkt. So. Jetzt müsste normalerweise mein Handy rappeln, weil da hat jetzt noch einer. Ach ja. Da ist es, ja. Hallo Weihnachtsmann. Ja, Weihnachtsmann beim FK Pirmasens. Guten Tag. Michael Kunz. Also magst du das nicht auch? Der ist beruflich verhindert. Ja, aber was hast du denn auf dem Herzen? Ach, hat er gesagt, Weihnachtsmann, ich habe mit dem Tassilo Magstadt schon gesprochen auf dem Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern und ich konnte dir weiterhelfen. Ja, hat er gesagt, der FCK, wir spielen erst die Bundesliga. Ich sag, Spaß. Ich sag, weiß bloß noch nicht noch wie lang. Und FKB spielt 5. Klasse. Und wieso ist die FIP vom FKB 3 Klasse besser wie die vom FCK? Habe ich aber gerade ein Eierwurst her. Vom Herding. Habe ich gesagt, es ist kein Wunder, dass wir drittletzter Platz sind. Aber die trauen ja über den Platz wie aga geil. Ach, du liebe Zeit. Ja, und ihr? Habe ich gesagt, unser Wurst. Von der Wasgau. Die Pfefferweiser. Leider habe ich jetzt mein Bad, ich kann nicht nennen. Wunderbar. Ja, und was gibt es denn noch so alles? Auch habe ich gesagt, Kuchen, Kaffee, Brezel. Brezel macht der Chef persönlich. Und zwar ist es der Hartmut Horst von der Wasgau-Bäckerei. Der zählt ja auf deine Brezel Ensel die Salzkette da. Das schmeckt vielleicht. Und dann kann ich das auch. Und Durst gibt es auch noch. So, Moment, ich komme gleich wieder. Ich leih gerade unter dem Klavier. Und dann ein schönes Parkbräupilz dazu. Das schmeckt natürlich auch unserem Trainer in Michael. Die beste Bierzap, die FIP vom FKB. Also, ja, Stefan, ist das alles? Hat er gesagt, ich hätte noch eine Frage. Und zwar, unser Abwehr wackelt ein bisschen. Ich bräuchte noch einen guten Mann von hinten hin, wo das Ganze dirigiert. Wenn es mal nicht viel Tore kriegt, aber. Was suchst du? Ich bräuchte das auch 1,83 Meter, 76 Kilo, kopfballstark und bekannt durch seine Grätsche. Ach, hat der Weihnachtsmann gesagt, denkst du vielleicht an der Tassilo Magstadt? Ja, wie kommst du da drauf? Ja, hat er gesagt, der ist doch viel zu alt. Hat er gesagt, nein, wir haben einen Sponsor. Altgäuer Latschenkiefer, der kriegt Luft wie verrückt. Ja, habe ich gesagt, dann musste ich mal mit Herrn Vollberg, weil die Finanzen unerhalten. Ich glaube nicht, dass der mich freigibt. Hat er gesagt, aber was soll ich dann machen? Das Trikot ist doch schon gedruckt. Ja.
So, das war's vom Weihnachtsmann. Ich habe gehört, das Trainingslager fällt aus. Ich wäre gerne mitgefahren, denn ein Weihnachtsmann muss auch wieder für die neue Saison fit sein. Vielen Dank, noch einen schönen Abend und frohe Weihnachten. Tschüss.